eben, wir müssen auch vielleicht eine andere Arbeit finden. Haben Sie eine Bereitschaft, da auch zum Beispiel einzugehen? Nein, ich habe keine Bereitschaft. Wir haben keine Lust. Diese RTL-Doku hat einen Shitstorm sondergleichen entfacht und ist aktueller denn je. Es ist unfassbar. Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende an und teilt dieses wichtige Video mit euren Freunden und Bekannten. 132 Millionen Euro gibt Deutschland für die Migration aus pro Tag. Schauen wir einmal, wohin dieses Geld fließt. Die Reporterin von RTL Extra begleitet hier den Chef des Welcome Centers in Schwäbisch Gmünd zu einer afghanischen Flüchtlingsfamilie. Herr Kacker hatte für die Bundesrepublik 5 Jahre lang als Übersetzer in Afghanistan gearbeitet. Er und seine Frau sind vor 2 Jahren mit ihren 2 Kindern aus Afghanistan zu uns gekommen. Die Familie lebt in einer 4-Zimmer-Wohnung mit 120 Quadratmetern. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Situation, weil die zuständigen Personen geben uns alle Möglichkeiten, lernen, leben, alle Dinge unserer Kinder zu betreuen. Das ist doch ganz wunderbar und auch sicherlich ganz im Sinne der aktuellen rot-grünen Migrationspolitik. Herr Kacker ist rundum zufrieden mit der Arbeit der Behörden. Zusammen mit dem Bürgergeld und der Miete sowie sonstigen Leistungen kommt die Familie auf ein monatliches Einkommen von rund 3.200 Euro netto. Dazu kommen weitere Leistungen wie Deutschkurse oder Kita-Plätze. In den vergangenen 2 Jahren sind also rund 80.000 Euro in die Unterbringung und den Integrationsprozess nur dieser Familie geflossen. Ganz ehrlich, liebe Freunde, welcher normale Arbeitnehmer hat so viel Geld zur Verfügung? Böse Zungen würden sagen, Herr Kacker und seine Familie bekommen das Geld quasi hinterhergeschmissen fürs Nichtstun. Aber warten wir mal ab. Sicherlich hat das Ganze gute Gründe. Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Haben Sie eine Arbeit gefunden in Schwäbisch Gmünd? Nein, weil ich zuerst Ihr Deutsch besser zu lernen. Deswegen haben wir schon sehr versucht, zuerst Deutsch zu lernen, danach vielleicht ein Studio, eine Masterdegree, weil wir haben in unserer Heimat schon Universität absolviert. Wie hat es Herr Kacker geschafft, 5 Jahre lang als Dolmetscher zu arbeiten, wenn er hier erst mal 2 Jahre Deutsch lernen muss? Die beiden wollten in Afghanistan Diplomaten werden. Doch das Studium aus ihrem Heimatland wird höchstwahrscheinlich in Deutschland nicht anerkannt. Und der Bedarf an Diplomaten ist hierzulande auch eher gering. Dies ist der schlagende Beweis dafür, dass tatsächlich Fachkräfte nach Deutschland kommen. Es handelt sich also nicht nur um Raketenwissenschaftler und Gehirnchirurgen. Nein, auch Diplomaten sind mit dabei. Allerdings, im derzeitigen Außenministerium von Frau Baerbock ist Herr Kacker natürlich absolut überqualifiziert, weil er ja zumindest ansatzweise einen deutschen Satz fehlerfrei sprechen kann. Wir brauchen zumindest einen Plan B. Der Plan B heißt eben, wir müssen auch vielleicht eine andere Arbeit finden. Haben Sie eine Bereitschaft, da auch Nein, zum Beispiel ich habe keine Bereitschaft. Wir haben nicht in unserem Heimat als Handwerker gearbeitet. Wir haben keine Erfahrungen und auch keine Lust. Wir haben so viel auch zu Hause zu tun. Wir brauchen noch Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Bei dieser Antwort zieht es einem echt die Schuhe aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Solche Diskussionen frustrieren Herrn Gaugele, weil er sie ständig führen muss. Nach dieser Reportage verzweifelt nicht nur der Chef des Welcome Centers. In keinem Land der Welt wird es einem so einfach gemacht, als Flüchtling ohne jede Arbeit jede Menge Kohle zu scheffeln. Experten bezeichnen dies auch als einen der größten Pull-Faktoren, also ein Faktor, der Migranten zu Scharen in unser Land zieht. Dies wird natürlich von Rot-Grün aufs Heftigste abgestritten. Alle Wissenschaftler haben betont, dass Sozialleistungen nicht entscheidend sind, warum Menschen nach Deutschland kommen. Nicht die mickrigen Sozialleistungen in Deutschland. Die Menschen, um die es hier geht, erhalten so wenig Geld, dass es unter dem Existenzminimum liegt. Dabei lesen wir hier im Fokus, wie Schleuser Flüchtlinge mit großzügigen deutschen Sozialleistungen perfide ködern. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland wegen üppiger Sozialleistungen, sagt Olaf Janssen, Chef der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburg. Syrische und afghanische Schleuser ködern Migranten damit sogar für Kredite.
Die Ampelparteien behaupten immer wieder, dass das deutsche Sozialsystem kein Pull-Faktor für Flüchtlinge und Migranten sei. Sie leiten in Eisenhüttenstadt selbst eine Erstaufnahmeeinrichtung. Wie sehen Sie das? Olaf Janssen sagt dazu: Die Realität sieht leider ganz anders aus. Vor allem Afghanen und Suva, die beiden mit Abstand größten Gruppen von Flüchtlingen, sind, wenn sie bei uns ankommen, oft schon bestens informiert über das deutsche Sozialsystem und ihre künftigen Ansprüche, weil sie sich aufgrund der gegenwärtigen Anerkennungspraxis des Bundes sicher sind, zumindest subsidiären Flüchtlingsschutz zu erhalten, obwohl sie in der Regel aus sicheren Drittstaaten anreisen, gibt es bei vielen ein nicht unerhebliches Anspruchsdenken. Selbst Experten nennen das Bürgergeld mittlerweile beim Namen. Es ist in Wahrheit kein Bürgergeld, es ist ein Migrantengeld. Hier die aktuellen Zahlen. Eine deutliche Mehrheit der Bürgergeldbeziehenden in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Bundesweit liegt ihr Anteil an allen Bezieherinnen und Beziehern bei 63,1%. Die höchsten Werte weisen Hessen 76,4%, Baden-Württemberg 74,1% und Hamburg 72,8% auf. Herzlichen Glückwunsch! Dass es ganz deutlich so ist, dass die Sozialleistungen ein Pull-Faktor sind, zeigt die kürzlich eingeführte Bezahlkarte. Wir wollen kein Geld mehr auf die Hand geben. Das Geld soll auf einer Karte sein. Bild schreibt hier: Erste Bezahlkartenbilanz. Migranten gehen arbeiten oder reisen ab. Eine Erfolgsgeschichte aus Eichsfeld. Hier kamen für die Karte eigentlich 400 Flüchtlinge in Frage. Bekommen haben sie aber bisher nur 255. Für den Rest ist keine mehr nötig, weil 75 sich einen Job gesucht haben und 70 ausgereist sind. Vom Dezember 22 bis April 23 10 freiwillige Heimreisen. Im gleichen Zeitraum, ein Jahr später mit Bezahlkarte, reisten 70 von selbst ab. Eine Versiebenfachung. Sarah Wagenknecht prangert in einem aktuellen Post diese Migrationspolitik der Ampel an. Wie kann es sein, dass in Dänemark mehr als 80% der Ukrainer arbeiten, während in Deutschland nur ein mickriges Viertel von ihnen einen Job hat? Diese Statistik zeigt das gesamte Scheitern der deutschen Politik. Es kann auch nicht sein, dass es für Flüchtlinge im Bürgergeld bessere Konditionen gibt als für Einheimische. Der Aufschrei, den diese Dokumentation von RTL ausgelöst hat, währte nicht lange. Nach dem Motto »Aus den Augen, aus dem Sinn« hat RTL kurzerhand die Dokumentation zensiert. Die genannten Beispiele zeigen, dass es einfache Lösungen gibt, der Migration Herr zu werden. Da fragt man sich natürlich, sind die Politiker wirklich nur zu dumm und zu ignorant, sich dieser Probleme anzunehmen? Oder ist das nicht der Plan der Politik, ist es nicht genau so gewollt? Klar, das Migrantengeld muss vielen Ampelpolitikern nur logisch erscheinen. Nichts können, keine Lust haben, etwas zu leisten und fürstlich vom Staat dafür bezahlt werden. Was meint ihr denn zu dieser Doku? Wie steht ihr zu diesen Leistungen, die Familie Kacker in Deutschland erhält? Was müsste eurer Meinung nach die Regierung sofort unternehmen, um diesen Zuständen Einhalt zu gebieten? Schreibt es gerne in die Kommentare und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Das war endlich mal was anderes. Hat es dir gefallen? Nein.